Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr bei Landwirtschaftssimulator 2011 euch Geld cheaten könnt. Dazu müsst ihr euch erst einen neuen Karrierenfortschritt, Speicherstand erstellen. Das werde ich jetzt eben machen. Also Karriere, Spielstand 2 nehme ich jetzt mal. Ja, Start. Einfach so. So. Also. Wie ihr seht, ich habe jetzt 12.000 Euro. Jetzt könnt ihr das Spiel speichern, dann beenden. Dann könnt ihr, müsst ihr auf Dokumente gehen, auf My Games, nun auf Farming Simulator 2011. Und dann müsst ihr auf euren ausgewählten Speicherstand gehen. Ich habe nun den zweiten genommen. Ich gehe drauf. Dann wählt ihr dieses Career Save Game, öffnen mit Editor. Dann scrollt ihr, müsst weiter nach rechts und sucht das Wort Money. Hier. Dann könnt ihr hier noch ein paar Zahlen zuschreiben. Die ihr wollt. Ich nehme jetzt mal so ganz viele Nullen. So. Dann geht ihr auf Speichern. Wegklicken. Ja, und dann. So, und da bin ich wieder. Dann geht ihr auf euren City hier beim Spielstand 2, habt ihr jetzt so viel Kohle. Ja, dann könnt ihr euch halt alles damit kaufen. Und das war's auch dann schon. Okay, tschüss.